1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Freitagnacht, wir sind da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wie immer freitags haben wir eine freie Themennacht. Ich muss mich mal hier ein bisschen entwursteln mit meinem Kabel. Eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050. Ist eine kostenfreie Nummer, wisst ihr ja. Oder meldet unter domian@wdr.de. Es geht los mit Daniel. Daniel ist 30 Jahre. Guten Morgen, Daniel. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Daniel. Ja, genau. Um was geht's? Ja, ich hatte mit dir letzte Woche Freitag telefoniert. Du hast letzte Woche Freitag mit mir telefoniert? Sag mal ein Stichwort. Wahrsagerin. Ah, ich weiß. Genau. Eine Wahrsagerin hat dir vorausgesagt, dass du am dritten Tage nach deinem 30. Geburtstag stirbst. Genau. Ja, und naja, um 0 Uhr heute ist dieser Tag vorbeigegangen. Gestern war der dritte Tag nach deinem Geburtstag. Nee, heute. Heute um 0 Uhr ist es vorbei. Ja, gestern. Ja, beziehungsweise am dritten. Genau, also dieser dritte Tag ist jetzt vorbei. Genau. Spektakulär, das heißt, du lebst. Genau. Ich gratuliere recht herzlich. Danke, danke. Das ist wie neugeboren. Es ist ja wirklich unfassbar. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen und ich habe gesagt, versuche es so weit wie möglich wegzudrängen, so ein Quatsch. Ist es dir denn gelungen oder hast du diese letzte Woche und die letzten Tage doch gebibbert? Also sag mal so, es war schon teilweise sehr, sehr großer Spießrutenlauf. Mhm. Und naja, irgendwo die Angst war immer irgendwo gegenwärtig. Mhm. Und ich sag mal, heute habe ich mir freigenommen gehabt. Mhm. Und beziehungsweise gestern, Freitag, hatte ich mir freigenommen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe mich dann sehr, sehr lange mit meiner Tochter, mit meiner Frau, mich mit denen gekümmert. Ja, und heute Abend um 8 Uhr habe ich schon den Entschluss gefasst, das Haus zu verlassen und in die Kneipe zu gehen. In die Kneipe zu gehen? Genau. Nach dem Motto, wenn mir jetzt eine Dachwand auf den Kopf fallen soll, dann ist es halt so. Genau. Mhm. Ja, wie gesagt, dann habe ich halt meine 2-3 Bier getrunken und bin dann auch wieder nach Hause gefahren. Beziehungsweise mit dem Taxi. Ganz entspannt. Genau. Und naja, jetzt ist es irgendwo die Erleichterung pur. Also die hatte damals, für die Zuschauer, die vorige Woche nicht dabei waren, wann hatte die dir das vorausgesagt nochmal? Ja, wie gesagt, das war vor 3 Jahren. Mhm. Und da waren wir in Brasilien und die hat halt vorausgesagt, drei Tage nach deinem 30. wirst du sterben. In Brasilien. Genau. Eine Wahrsagerin in Brasilien sagt, am dritten Tag nach deinem 30. Geburtstag wirst du sterben. Hat die das so formuliert, dass es wirklich auf den dritten Tag nach dem 30. beschränkt war? Ja, also die hat den dritten Tag super festgehalten und den andauernd nochmal neu erwähnt. Mhm. Und naja, deswegen waren die Paras halt irgendwo in den letzten 3 Jahre ganz enorm. Kann ich mir wirklich vorstellen. Übrigens haben wir auf unser Gespräch vorige Woche eine ganze Menge Mails bekommen von Leuten, die sich mit weißer Magie so ein bisschen beschäftigen und die alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und haben gesagt oder uns geschrieben, dass man das niemals machen darf, auch wenn man über solche Fähigkeiten verfügt, einem Menschen so etwas zu sagen. Also wie gesagt, also ich weiß nicht, was in die geritten war. Und wie gesagt, und meine Mutter, die hat ja viele, viele Jahre in Brasilien gelebt. Ja. Und die hat auch gesagt, da gibt es praktisch so eine Art Macumba. Mhm. Und das ist irgendwo so was wie Voodoo. Mhm. Und naja, da sollte man schon vielleicht ein bisschen dran glauben. Ja. Und wie gesagt, was mich halt ziemlich irritiert hatte, dass viele Sachen, die sie ja gesagt hat, die waren da drin, dass sie auch eingetroffen sind. Und also, was lernen wir daraus? Ja, was lernen wir daraus? Naja, man sollte jeden Tag genießen, sagt sie. Ja, das sowieso. Und man sollte eigentlich gar nicht mehr sich solche Vorhersagen anhören. Warum? Ja, normalerweise sollte man das wirklich nicht. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Woche erzählt habe. Ich war auch ein einziges Mal in meinem Leben bei einer Wahrsagerin. Das ist aber schon sehr lange her. Und danach habe ich gedacht, nee, warum? Was soll das? Denn die Frau war in Ordnung, das war nichts Böses und nichts Schlechtes, aber ich will es gar nicht wissen. Ich führe mein Leben so, wie ich es leben muss und wie es sich dann fügt und gut ist. Ich will gar nicht, gar keine Voraussagen hören. Ja, also wie gesagt, das war irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum wir damals da hingegangen sind, so aus Spaß an der Gold oder so. Es ist natürlich auch verlockend. Ja, klar. Ne? Jeder von uns irgendwo natürlich hat Sehnsucht, in die Zukunft zu schauen, klar. Aber...
Aber wie gesagt, also ich kann irgendwo jedem nur davon abraten, irgendwo, weil ich einfach sage, also ich sag mal, die letzten 3 Jahre, die waren mehr als nur der Horror. Mhm. Und naja, also wie gesagt, die, keine Ahnung. Okay, dann heute im Nachhinein bin ich jetzt natürlich momentan seit 2, 3 oder seit einer Stunde bin ich super überwältigt. Ja. Also, ich gratuliere dir nochmal zu deinem neuen Geburtstag. Danke dir. Und freue mich sehr, dass die Wahrsagerin nicht recht hatte. Aber ich war mir fast sicher, ach was heißt fast, ich war 100% sicher, dass wir uns widersprechen werden würden. Ja, wie gesagt, ich bin auch momentan irgendwo, keine Ahnung, auf Wolke 7. Ja, dann genieß es noch, Daniel, und alles Liebe und alles Gute auch für deine Familie. Ja, dir auch und wie gesagt, tolle Sendung, die du machst. Ich bin schon seit Jahren begeistert. Dankeschön, sehr nett. Tschüss. So ihr Lieben, Freitagnacht, freie Themennacht, wie immer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch hier bei uns unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domain@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Jetzt geht es weiter mit der Renate und Renate ist 55. Hallo Renate. Hallo Jürgen. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es ums Abschied nehmen, loslassen und einen Menschen ja in die ungewisse Zukunft entlassen zu müssen. Über wen sprichst du? Ich spreche über einen Menschen, den ich vor 4 Jahren kennengelernt habe, den ich in der Obdachlosenszene kennengelernt habe und der kurz vorm Obdachlosendasein war. Wie hast du ihn kennengelernt? Ja, ich muss dazu sagen, dass ich im sozialen Bereich gearbeitet habe und so einen offenen Blick für Menschen habe, die in Not sind. Mhm. Und ich war eines Abends am Bahnhof und habe da da hat mich jemand angesprochen, der eine Zigarette geschnurrt hat, der war sturzbetrunken und ich habe ihm Kaffee ausgegeben und mich mit ihm unterhalten. Mhm. Und dann haben wir uns wiedergesehen und er lebte, wie das so üblich ist, unter sehr schwierigen Bedingungen. Ja. Und bei ihm habe ich dann diesen Menschen kennengelernt, von dem ich spreche. Ach so, über diesen Menschen hast du den kennengelernt, von dem du jetzt sprichst. Ja, ich habe da halt eine ganze Menge alkoholkranke Männer kennengelernt. Ja. 2 davon sind inzwischen verstorben, unter anderem der, dem ich den Kaffee ausgegeben habe. Ja. Du hast du gerade gesagt, es geht um Loslassen. Ja. Warum? Und interessanterweise geht es auch noch darum, dass ich mal fragen wollte oder mal in die Sendung mit einbringen wollte, dass den Begriff Spiritualität. Mhm. Und was ich gerade gehört habe, schreckt mich auch sehr, weil ich Spiritualität ist ganz viel und jeder versteht da was anderes drunter. Jeder. Und ich finde es unmöglich, sag ich nochmal, solche Aussagen zu machen von Wahrsagerinnen. Mhm. Ich habe auch schon mal sowas besucht und habe ungebeten auch die herbesten Sachen mir anhören müssen. Mhm. Ich rate einfach Menschen, die sich gerade nicht stark fühlen, sowas nicht in Anspruch zu nehmen. Genauso sehe ich es auch. So, jetzt wollen wir über deinen Fall nochmal reden. Jetzt sag mir mal genau, was es da geht, was da los ist. Ja, ich habe dann, dieser Mensch kriegte keine neue Wohnung und ich habe versucht, ihn zu unterstützen. Und es war so schwierig, dass ich an irgendeinem Zeitpunkt gesagt habe, weißt du was, jetzt nennst du zu mir zumindest eine postalische Adresse, weil es ist wenigen Leuten bekannt, unter welchen Bedingungen Obdachlose leben müssen oder von Obdachlosen bedrohte Menschen. So, ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Ich habe ihn dann bei mir aufgenommen und wir haben 3 Jahre zusammen gelebt. Ah ja. Und jetzt habe ich vor einer Woche erfahren, dass er auf der Straße ist, aber nicht mehr hier in der Stadt, wo ich lebe. Mhm. 3 Jahre zusammen gelebt. Das heißt, das letzte Jahr dann schon nicht mehr, wenn du ihn vor 4 Jahren kennengelernt hast. Ja, genau. Weil es stellte sich dann raus, dass er auch ein massives Alkoholproblem hat. Es war ein Mann? Ja. Hattest du zu diesem Mann ein Liebesverhältnis? Ja, am Anfang ja. Am Anfang ja. Warum ist er dann wieder aus deiner Wohnung rausgegangen? Er ist nicht aus meiner Wohnung rausgegangen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe ihn sehr gemocht. Ich sag, es ist ein Mensch mit einem guten Herzen. Ja, du hast ihm nahegelegt zu gehen. Das war gar nicht möglich, weil seine Situation, er hatte Schulden, wie das so ist, ja. Mhm. Und er hat keine Wohnung gekriegt. Mhm. Ja, aber warum ist er dann wieder bei dir ausgezogen und auf die Straße gegangen? Nee, ich
ich bin ausgezogen und ich hatte ihn als Untermieter, also musste er auch gehen, weil ich habe das nicht mehr ausgehalten, mir anzugucken, wie schlecht es ihm geht, und er hat mich auch nicht immer gut behandelt. Mhm. So, nun ist das, liegt schon wieder ein Jahr zurück, dass ihr euch da räumlich quasi getrennt habt. Ja. Wie ist dein Kontakt im Moment zu diesem Mann? Ja, es ist so gewesen, ich habe ihn dann noch weiter unterstützt, ich habe ihm noch mal Arbeit besorgt, das ist auch schlecht gelaufen, und er hat dann auch tatsächlich eine eigene Wohnung gekriegt, aber der Arbeitgeber hat ihm sein Gehalt nicht bezahlt, und das hat bedeutet, dass er wieder die Miete nicht bezahlen konnte. Und ich habe ihn immer zwischendurch gesehen, ich lebe in nicht so einer großen Stadt, wir sind uns begegnet, und plötzlich war er verschwunden. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo er war. Und habe dann über gemeinsame Bekannte erfahren, dass er die Wohnung gar nicht mehr hat. Und damit hatte ich ihn verloren. Mhm. Weißt du denn, dass er jetzt wieder auf der Straße lebt? Ja, ich habe dann seine Handynummer angerufen. Das Handy war aber aus. Ah, er besitzt noch ein Handy, das schon. Das besitzt er noch, ja. So, inwiefern Abschied nehmen? Ich habe dann mit ihm gesprochen. Und dann hat er mir erzählt, dass er Anfang des Monats die Stadt hier verlassen hat. Mhm. Das ist also ein Monat, wohnt er schon wieder auf der Straße. Mhm. Und ich habe ihn dann gefragt, wo er ist. Das hat er mir auch gesagt. Und hat gesagt, dass er jetzt die harte Platte schiebt. Mhm. Also okay, also ich verstehe schon, dass dieser Mann wieder auf der Straße ist. Ich verstehe aber nicht, was du meintest gerade am Anfang mit, es geht um Loslassen. Sich verabschieden von. Ja. Kannst du diesen Menschen nicht loslassen? Also ich glaube, für mich geht es darum, ich habe einen Menschen versucht zu unterstützen. Mhm. Und du hast ich kann damit sagen, ich bin damit gescheitert. Ich möchte aber nicht sagen, dass ich damit gescheitert bin, da arbeite ich dran, weil ich habe 3 Jahre das für ihn getan, was ich glaubte, was gut für ihn war. Und es war auch gut, das sagt er mir auch. Und jetzt stehe ich davor und muss zur Kenntnis nehmen, dass diese Unterstützung nicht ausgereicht hat, beziehungsweise, dass ich da einfach machtlos bin. Und ja, weißt du, nicht ausgereicht ist vielleicht schon eine Wertung wieder. Manchmal kann man ja das Menschenmögliche tun in bestimmten Fällen und trotzdem bewirkt man keine Veränderung. Ich habe fast den Eindruck bei dir, wie du es jetzt geschildert hast, dass du alles getan hast, was du tun konntest und stehst jetzt vor der Erkenntnis, dass es nichts genutzt hat. Aber das ist nicht deine Schuld, sondern so sind die Verhältnisse nun mal. Ja, das ist so. Und darum, also, weil es hat ja 2 Ebenen. Der Intellekt sagt, du konntest nichts für ihn tun, und das ist so. Du hast alles getan, wie du das sagst. Und das Gefühl ist natürlich nochmal ein anderes. Klar, aber irgendwann muss man, glaube ich, auch immer, insofern hast du recht mit dem Loslassen. Ja. Man darf sich natürlich in so etwas auch nicht verbeißen. Das ist richtig. Ja, und das ist so das, was ich so rüberbringen wollte, dass wir ja immer mal Situationen haben, wo wir unser Bestes geben und dann doch hinterher dastehen und gemerkt haben, wir sind gescheitert. Genau. Ja, so, also auf der Erscheinungsebene sind wir gescheitert. Ja, genau. Sehr gut ausgedrückt, finde ich auch. Was er mir jetzt erzählt hat, als ich mit ihm telefoniert habe, und jetzt kommt die Spiritualität da rein, ja, egal wie man dazu steht, ob man an Gott glaubt oder nicht, aber ich glaube daran, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als wir sehen und anfassen können. Und er hat mir gesagt, er war in einer Kirche und hat, ich habe noch einen tragischen Unglücksfall in der Freundschaft, in einer freundschaftlichen Beziehung, da ist ein 2-jähriges Kind gestorben, und hat er mir gesagt, er hat für dieses Kind gebetet. Und das hat mich sehr berührt, weil er ein Mensch ist, der sowas nie machen würde. Mhm. Also er hat sich immer cool und macho-mäßig gegeben. Ne? Mhm. So. Und das hat er mir jetzt erzählt. Jetzt, wo er auf der Straße ist und die Kirchen sind warm, ist er in die Kirche gegangen und hat für dieses kleine Wesen, was vor einer Woche gestorben ist, hat er gebetet. Er hat die Kleine gekannt. Und das hat mich sehr berührt. Das finde ich sehr schön, das zu hören, finde ich. Ja. Ja. Ja, war für mich auch sehr schön, das zu hören. Und das ist für mich auch so ein Stück weit Bestätigung, dass mein Willen, mein Wünschen und Hoffen für ihn
Dass da irgendwas angekommen ist. Dass da irgendwas angekommen find ich auch, ist. Finde ich auch. Und dass er jetzt in dieser, weil er hat, ich habe gesagt, warst du eigentlich schon mal richtig wohnungslos? Und da hat er gesagt, nee, nie auf die harte Weise. Mhm. So, das ist das ein. Zum Schluss möchte ich gerne noch was sagen, Jürgen, wenn ich das darf. Ja, natürlich. Ich möchte einfach die Menschen nochmal aufrufen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und sich nicht immer gleich abzuwenden, wenn da jemand sitzt an der Straße. Mhm. Manchmal reicht schon Lächeln oder manchmal reicht schon eine heiße Mahlzeit, auf die wir einladen können. Weil es ist für mich sehr schwer im Moment, das zu akzeptieren, dass er bei diesem Wetter draußen ist. Und ich möchte nicht sagen, wo er ist, aber weil ich will das wahren, so dass er das nicht möchte. Ja. Also ich finde den Aufruf natürlich sehr gut, den Appell, den du gerade ausgesprochen hast. Und möchte dir nochmal so sagen, Kompliment für das, was du getan hast. Aber du hast mit sehr viel Kraft das getan, was du getan hast. Jetzt, glaube ich, musst du aber auch mit sehr viel Kraft Abstand nehmen. Ja. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Weg. Und ja, dich und damit dabei auch laufen mir die Tränen runter. Das glaube ich, ja. Kann ich dir sagen. Dennoch nochmal Kompliment, Renate. Und alles Gute und viel Kraft jetzt für die nächste Etappe dessen, was du machen musst und machen wirst für dich. Ja. Alles Gute von, ich dir ganz herzlich. Von ganzem Herzen alles Gute. Ja, für dich auch von Herzen alles Gute. Dankeschön, Renate. Tschüss. Tschüss. Das war Renate. 0800 220 5050. Jetzt machen wir altersmäßig einen Rücksturz ins Lebensalter von 21. 21 Jahre alt ist Igor. Hallo Igor. Einen wunderschönen guten Morgen, Domjan, und ein ganz großes Kompliment an deine Sendung. Dankeschön, fängt ja schon gut an. Ja, und ich wollte dir sagen, ich bin genauso wie du bei einem Bremer Bürgerfunk. Ja. Ich bin also ein Kollege von dir sozusagen. Ja. Und einen Wunsch habe ich noch, bevor ich loslege. Bitte. Könntet ihr vielleicht das mal so anbieten, dass man eure Sendungen auf DVD oder Video bekommen kann? Ist eine Anregung, müssen wir mal drüber nachdenken. Ja. Ja. Weil ich ärgere mich immer sehr, wenn ich Themen zum Beispiel wie gestern, Geschwisterliebe, und darum geht es auch, verpasst habe. Und dann kann man die Sendungen gut kaufen. Also da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber geh auch mal auf www.nachtlager.de. Da findest du auch interessante Sachen über uns. So, jetzt aber zu dir, Igor, und deinem Thema. Hallo? Jetzt will er loslegen, ist er weg. Hallo, hallo, hallo? Igor ist weg. Das ist aber schade. Nun ist die Leitung zusammengeflutscht. Dann machen wir weiter. Frage in die Regie mit Petra. Und Petra ist 59 Jahre alt. Hallo Petra. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Petra? Ja, ich wollte anknüpfen an den jungen Mann, der bei der Wahrsagerin war in Brasilien. Ich war nicht in Brasilien. Ich war nur in einer Fußgängerzone mit einem in Deutschland, ja, im Ruhrgebiet, mit einem bekannten Pärchen spazieren. Und da waren Zigeuner, die eben Wahrsagen angeboten haben, aus der Hand lesen. Mhm. Mein Bekannter, der hat das auch noch machen lassen, und ich sage, ich mache sowas nie. Mhm. Da könnte was von hängen bleiben und man macht sich dann verrückt mit. Ne? So wie wir es gehört haben. Ja, ganz genau. Mhm. Und deswegen wollte ich das nicht. Und die Frau, die ist total böse geworden, hat sich dann da in dem Sofabu so ein bisschen in meine Hand gegriffen, hat da drauf geguckt und hat gesagt, du wirst es sehen. Mit 40 ist dein Leben vorbei. Ach, auch wieder sowas? Ja, genau. Deswegen dachte ich, da musst du unbedingt mal jetzt anrufen. Auch wieder sowas. Wie alt warst du da, als das passiert ist? 35. Das heißt, mit 40 ist dein Leben vorbei. Ja. Das heißt, 5 Jahre hast du wahrscheinlich diesen Satz und diese Szene, dass die Frau dir die Hand weggerissen hat, hast du in Erinnerung gehabt? In Erinnerung schon, aber ich habe schon in der Regie gesagt, es hat mich nicht so belastet, dass ich da hier ständig dran gedacht habe. Mhm. Vor allen Dingen, ich habe es so ausgelegt, Leben vorbei ist für mich, ist tot, ne? Mhm. Und es hat mich also nicht so belastet, ich habe das als Quatsch hingestellt. Es kam aber immer, wenn mal so ein Thema auch war, habe ich das auch öfter erzählt. Mhm. Lass mich noch fragen, ich stelle mir gerade die Szene vor, die zerrt die Hand an sich, deine Hand, guckt da rein und sagt das, ist wütend. Wie hast du dann darauf reagiert? Ich habe die schon die ganze Zeit an der Hand gezerrt, die hat sie dann auch losgelassen, als sie den Satz gesagt hat. Mhm. Und wir sind dann einfach weggegangen, ich habe dann gar nichts mehr gemacht. Mhm. So, heute, du bist jetzt 59 Jahre alt. 53 Jahre alt, daraus interpretiere ich schon mal, dass die Wahrsagerin nicht recht hatte und bin sehr froh darüber. Ja, relativ. Was heißt relativ? Weil das Leben ist vorbei, also mein Leben, weil ich bin total schwer krank geworden.
Ich kann fast so nicht mehr gut laufen. Ich bin auf einen Rollstuhl angewiesen bei größeren Strecken. Mhm. Sonst auf dem Rollator in einer Wohnung im Stock. Das heißt, ich habe also ganz schwere Nervenschäden. Es ist so schlimm wie bei einer MS. Also mit Gehirn und allem betroffen. Was ist das für eine Erkrankung? Das ist eine Autoimmunthyreoiditis. Mhm. Das heißt, ich hatte eine Schilddrüsenentzündung, mhm. die nicht erkannt worden ist. Mhm. Ist chronisch geworden, die hat mein Immunsystem zerstört. Ja. Und mein Immunsystem hat dann Antikörper hergestellt mhm. und greift meinen kompletten Körper an. Mhm. Und das ist eine Störung, die geht nicht wieder weg, die bleibt. Begann diese Krankheit denn mit 40? Ja, mit 39. Ich war im September, wurde ich 39 und so Dezember hat das angefangen. Das heißt, du misst der Aussage dieser Frau einen gewissen Wahrheitsgehalt. Im Nachhinein, ja. Nur kann man ja auch sagen, das ist ein Zufall. Ja, kann klar, man auch. Kann sein. Kann sein, aber kann... Aber ich sage, es gibt immer Leute, die doch so ein bisschen hellsichtig sind. Und also ich glaube auch, dass es das gibt. Deswegen wollte ich das auch nicht machen. Mhm, mh. Ich will doch nochmal fragen, du hast zwar gerade so gesagt, dass das war nicht so sehr präsent, so die 5 Jahre über oder die 4 Jahre über. Mhm. Ist das wirklich so oder hast du dich irgendwie doch intensiv damit beschäftigt? Nein, gar nicht. Mhm. Ich hatte damals... sehr schönes, aufregendes Leben. Wir haben sehr viel unternommen. Mhm. Ich habe also nicht dran gedacht. Ich sag so ab und zu mal eben kam mal vielleicht zweimal oder so. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist, dass natürlich solche Aussagen auch so eine autosuggestive Wirkung haben können. Ja, ne? dass man damit anzieht. Ne? Dass man selbst quasi der Auslöser ist, weil man dran glaubt oder weil man ständig diese Gedanken hat. Aber das ist natürlich jetzt sehr spekulativ und sehr psychologisch. Ja, da kann man gar nicht nachgehen. Mhm. Vor allen Dingen, weil die Krankheit, diese Schilddrüsenentzündung, mhm. die muss schon unheimlich lange her sein. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich meine schlimme Halsentzündung hatte. Also. Und da war ich 22, 23. Mhm. Aber es ist doch dann verrückt, überhaupt nur ansatzweise zu glauben, dass ein Mensch, wenn er nur in die Hand eines anderen Menschen gucken kann, eine Zahl daraus entnehmen soll, können soll, wann der Mensch stirbt oder wann er sehr schwer krank wird. Ist doch schon Wahnsinn. Ich sag mir, vielleicht hat sie die Krankheit gesehen, eine schwere Krankheit gesehen. So, mhm. Es war ja auch nicht lange, wo sie drauf geguckt hat. Mhm. Und mit 40, da wollte sie mich dann natürlich, denke ich mal, auch ein bisschen mit Ärger. Ne? Mhm. Ich meine, konnte ich ja einschätzen, so ungefähr, wie alt ich bin und dass ich da nur noch so ein paar Jahre habe. Wenn du heute so an die Frau zurückdenkst, was für eine Empfindung hast du dieser Frau gegenüber? Unverständnis. Also ich kann sowas nicht verstehen. Mhm. Weil ich habe ja nichts getan. Deswegen. Ja. Also ich vermute mal, deine These auch, aber du hast es gerade ja auch so schon auch so gesagt, Finger davon lassen von solchen Sachen, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. So, jetzt aber noch zum Schluss die Frage von mir, was mich sehr interessiert, wie geht es dir ganz aktuell im Moment und wie ist die Prognose der Entwicklung der Krankheit? Also mir geht es im Moment nicht so sehr gut. Das ist immer bei Nervenerkrankungen, Rheuma-Sachen, weil ich habe mittlerweile fast keine Bandscheiben mehr. Mhm. Meine Wirbelsäule versteift sich. Ich habe also auch ziemlich oft Schmerzen. Mhm. Und bei diesem blöden Wetter, da ist es natürlich immer ein bisschen schlimmer. Im Sommer geht es mir besser. Ja, ja. Und ich habe mein Leben jetzt danach eingerichtet. Ich bin auch noch ziemlich aktiv. Mhm. Und hast du Familie? Hast du Kinder? Ja, aber schon Erwachsene. Ja. Ein Sohn und eine Tochter, aber die sind schon aus dem Haus. Ne? Kann man medikamentös was machen? Also vor 4 Jahren hat man das erst herausgefunden, was ich überhaupt habe. Mhm. Und da kriege ich jetzt Infusionen alle 3 Wochen. Mhm. Da ist das ein bisschen mitgestoppt, dass das nicht so schnell vorangeht. Mhm. Also diese Titerzellen, die werden runtergedrückt. Ja. Ist die Prognose, dass wenn du weiter dieses Medikament bekommst, dass du durchaus schon damit auch alt werden kannst mit der Erkrankung? Du kannst das ungefähr mit der Multiple Sklerose vergleichen. Ja, ah ja. Weil ich auch schwere Nervenentzündungen hatte. Mhm. Und auch eben die zurückbleibenden Schäden davon. Mhm. Und das kann keiner absehen, das weiß man nicht. Ja. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute, Petra. Ich danke dir. Gute Gesundheit, von Herzen alles Gute. Dir auch alles Gute und mach weiter so, es ist wirklich prima. Dankeschön, Petra. Tschüss. Tschüss.
0800 220 50 50, die Telefonnummer. Und hier ist die Marie. Und Marie ist 25. Guten Morgen, Marie. Hi. Hi, Marie. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, Domian. Ich hatte mal bei dir angerufen gehabt und da hatte ich dir doch erzählt, dass ich als Kind, ich war so circa 4-5 Jahre alt, dass mein Vater, um mich halt zu demütigen, sich auf mein Gesicht gesetzt hatte und mir ins Gesicht auch gepupst hat. Mhm. Und da war ich ja so 5 Jahre alt und das war so ungefähr vor einem halben Jahr, habe ich dir das erzählt. Ich wollte gerade sagen, so lange ist das noch gar nicht her. Nee, genau. Ja, ja. Ja, mein Vater liegt jetzt im Moment im Sterben. Ist er plötzlich erkrankt? Er hat Lungenkrebs. Ja, wann habt ihr das erfahren? Also meine Schwester hat mich vor circa 3 Wochen nachts zwischen 3-4 Uhr angerufen und gesagt, dass er jetzt im Augenblick im Krankenhaus sei, dass er Lungenkrebs habe, zwar auch eine Chemotherapie macht, die aber anscheinend nicht anschlägt, weil sich die Metastasen im Körper ausgebreitet haben und er wurde auch schon am Kopf operiert. Also dementsprechend kann man sich, glaube ich, ausmalen, wo er jetzt steht. Er ist schwerst erkrankt, kann man sagen. Ja. Wir holen das nochmal zusammen. Der Kontakt war ganz abgebrochen, ne? Zwischen dir und deinem Vater. Ja, dein Vater hat dich als Kind sehr gedemütigt. Sag vielleicht auch nochmal für die Leute, die sich daran nicht erinnern können, was dein Vater damals noch gemacht hat mit dir. Also ich war meinem Vater gegenüber eigentlich meiner Meinung nach wie ein Kind, aber ihm gegenüber respektlos, weil ich ihn nicht in Ruhe gelassen habe, weil ich als Kind spielen wollte und habe ihn geärgert. Ich habe nicht aufhören wollen. Daraufhin hat er, also er saß in der Badewanne, er ist raus aus der Badewanne, hat mich gepackt, zu Boden geschmissen und hat sich auf mein Gesicht gesetzt und hat dann halt mir ins Gesicht gepupst. Und ja, das war der Beginn eigentlich einer sehr hässlichen Kindheit. Ja, das war der Beginn. Wie hat sich das dann noch weiterentwickelt und gesteigert? Also mein Vater, der hat meine Geschwister und mich brutalst verprügelt bei jeder sich bietenden Möglichkeit. Mhm. Meine Mutter hat es auch bös erwischt, oft genug. Also ich kann mich an Szenen erinnern, wo ich da stand und geschrien habe, einfach vor Angst, dass er meine Mutter totprügelt, weil aus, keine Ahnung, irgendwelchen Körperteilen Blut geflossen ist und gespritzt ist. Wie schwer hat er dich eigentlich mal verletzt in deiner Kindheit, in deiner Jugend? Ich glaube, die schwersten Verletzungen habe ich in der Seele fortgetragen. Mhm. Also also ich sag mal, er hat mich meistens so lange geprügelt, bis ich mich eingenässt habe aus Angst. Und dann konnte er erst aufhören. Es gab aber keine sexuellen Übergriffe. Nein. Dieses Anpupsen, so lustig, dass man sich das auch anhört, wenn man das formuliert, war als schwere Demütigung gedacht, seinerseits. Also mein Vater hat mich nie so angefasst, dass ich jetzt sagen müsste, du Domian, das war Missbrauch, sexuell. Hat er dieses was wir gerade besprochen haben, was er getan hat, nachdem er aus der Badewanne ausgestiegen ist, hat er das später, als du älter warst, auch nochmal mit dir gemacht? Das hat er nicht getan, aber er hat meine Schwester auf eine sehr bestiale Art und Weise gedemütigt. Nämlich? Ich weiß nicht, warum es ging. Ich glaube, sie hatte meinem Vater ein paar Euro entwendet. Daraufhin hat er sie gepackt und wir hatten so einen riesigen, hässlichen Wohnzimmerschrankblock. Und sie war auch, glaube ich, so 5-6 Jahre alt. Daraufhin hat er sie gepackt, hat den unteren Schrank aufgemacht, hat sie da reingestopft, mehr oder weniger, hat die Tür zugemacht, hat abgeschlossen und hat mir verboten, sie dort rauszulassen. Und dort war sie dann einige Stunden eingekauert und ich habe so viel Angst gehabt, sie da rauszulassen, aber ich habe dann zumindest etwas zu essen und ein Kissen ihr gegeben. Wie hat sich eigentlich eure Mutter verhalten, wenn sie gesehen hat, dass der Vater euch Kinder so
ja, so gedemütigt hat, so gequält hat, so geprügelt hat. Widerwärtig. Widerwärtig? Ja. Nämlich, was bedeutet das? Also entweder mit Desinteresse oder sie hat dann halt dazwischen gerufen von wegen, ja, gib denen, die haben es verdient, die brauchen das. Also musst du dir vorstellen, meine Mutter hatte dann eines meiner jüngeren Geschwister auf dem Arm und meine ein Jahr jüngere Schwester und ich, wir sind wirklich unter den Rock von unserer Mutter gekrochen, damit er uns nicht, also wir wollten so eine Art Schutzschild unter dem Rock unserer Mutter erfahren, aber sie stand da und hat einfach es zugelassen. Sie hat uns nie in Schutz genommen. Wie lange warst du bis zu welchem Lebensjahr in der Familie? Rausgekommen bin ich dort mit 9 Jahren. Mit 9 Jahren. Da bist du in ein Heim gekommen? Genau. Also wie alle. Weil man darauf aufmerksam geworden war, dass da schlimme Sachen passieren. Ja, wobei ich der gesagt bekommen habe, also ich hatte mich mit einem meiner Erzieher unterhalten gehabt und die haben halt gesagt, wir sind halt nicht rausgekommen wegen dem Missbrauch, weil es ja da nie eine Anzeige gab. Wir sind auch nie zu einem Arzt gebracht. Aber wer ist denn darauf aufmerksam geworden, dass da so viel schiefläuft in der Familie, dass man dann deinen Eltern die Kinder weggenommen hat? Durch was ist das rausgekommen? Durch die AWO. Durch die AWO, Arbeiterwohlfahrt. Richtig, also die haben bestimmte Viertel halt immer wieder betreut und sind halt auf unsere Familie besonders spezialisiert gewesen. Ja. Wie viele Jahre hast du, jetzt machen wir mal einen Sprung in die Jetztzeit, in die Gegenwart, wie viele Jahre hast du von deinem Vater nichts mehr gehört, beziehungsweise ihn nicht mehr gesehen? Gehört habe ich immer wieder von ihm, weil meine Schwester hat ja Kontakt mit ihm. Ja, und wie lange hast du ihn nicht gesehen? 9, knapp 9 Jahre. Knapp 9 Jahre. Und die Mutter auch nicht? Die Mutter habe ich vor 2 Jahren das letzte Mal gesehen, aber das war das erste Mal nach 7 Jahren und das letzte Mal. Ja. So, jetzt ist die Situation, der Vater, der euch so viel Schlimmes angetan hat, liegt im Sterben. Ja. Und du stehst wahrscheinlich jetzt vor der Situation, vor der Frage, was soll ich tun? Oder? Also ich weiß von meiner Schwester, er hat zu ihr gesagt, dass es sein letzter Wille wäre, wenn er mich und meine Schwester noch mal sehen könnte. Willst du das? Ich weiß nicht wofür. Also will ich mit ihm noch mal abrechnen? Will ich mich bei ihm? Er hat sich in all diesen vielen Jahren, da es keinen Kontakt gab, wirklich auch nie gemeldet, hat nie mal einen Entschuldigungsbrief geschrieben, gar nichts. Also zum Thema Entschuldigung, als mein Vater zu meiner Schwester sagte, dass er den Wunsch habe, mich nochmal zu sehen, sagte sie zu ihm, Vater, du weißt ganz genau, wie die Zelda zu dir steht. Kannst du dich noch an dies und an das und an jenes erinnern? Und seine einzige Aussage dazu war doch gar nicht so gemeint, war doch nur Spaß und ist doch alles sowieso nicht so schlimm. Und Das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Da liegt ein Mann im Sterben, der dir so viel Leid angetan hat. Der dir schwere, schwere Wunden zugefügt hat. Seelische Wunden. Auch seelische Wunden. Oder hauptsächlich seelische Wunden. Und der liegt jetzt auf dem Totenbett und sagt, ich will sie nochmal sprechen. Was soll ich tun? Ich meine, auf der einen Seite überlege ich meine, obwohl ich sehr, sehr viel Abneigung, vielleicht sogar Hass für meinen Vater habe, habe ich doch so viel Respekt vor dem Menschen in ihm, um nicht so weit zu gehen, zu sagen, Mensch, der liegt schon im Sterben, da musst du nicht noch drauftreten. Ja? Das finde ich eigentlich eine gute Denkrichtung. Weil ich, während du es gerade formuliert hast, dachte ich so, wenn du hingehst, kannst du für dich nichts falsch machen. Ja. Wenn du nicht hingehst, kann es vielleicht sein, dass du irgendwann sagst, das war falsch. Wenn du da stehst, ist das ein Zeichen von extremer menschlicher Größe, wenn du das machst. Dieses wirst du nie bereuen. Auch wenn er, egal was er da sagt, du gehst mit einem guten Willen dahin. Du gibst ihm vielleicht nochmal die Chance, etwas Gewichtiges zu sagen.
Wenn er das nicht tut, liegt alle Schuld und alles liegt bei ihm, nicht bei dir. Aber du kannst irgendwann sagen, auch wenn du älter bist, ja, ich habe das Menschenmögliche gemacht. Du hast dir nichts vorzuhalten, selbst obwohl er dich so kaputt gemacht hat. Wenn du das machen würdest, Marie, hätte ich großen Respekt davor. Man kann natürlich keinen Menschen bedrängen und man kann auch nicht sagen, du musst das jetzt machen. Keinesfalls, das muss man wirklich selbst entscheiden. Aber ich glaube, du machst nichts falsch, wenn du es machst. Ich glaube, das ist, glaube ich, der richtige Gedanke. Ich denke mal, das, was du jetzt gerade gesagt hast, also dass ich es zumindest, also dass ich mit der Aktion, ihn zu sehen, zumindest nichts falsch mache, das war so ziemlich das eines der einzigen Dinge, die ich bis jetzt noch nicht gehört habe. Mhm. Also als ich mit anderen Leuten gesprochen habe. Und vielleicht muss man diese Begegnung wirklich ein Stück weit über dem Geschehenen stellen. Finde ich, ich sag's nochmal, sehr, sehr groß, wenn du es so sehen kannst. Sehr, 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 das beweist eine sehr große Haltung von dir, finde ich. Ich weiß nur nicht, was diese Begegnung mit mir in dem Moment macht. Das weiß ich auch nicht. Toll, Domian, deswegen rufe ich ja an. Das weiß ich auch nicht. Aber es wäre fatal, wenn irgendwann die Situation entstünde, wenn du älter bist. Du bist jetzt erst 25 Jahre alt. Wenn viele Jahre noch ins Land gehen und du dir dann vielleicht immer und immer wieder mal denken solltest oder vielleicht sogar vorwirst, ich hätte da hingehen sollen, ich hätte es tun müssen. Ich glaube, wir haben jetzt alles ausgetauscht an Meinungen. Mhm. Und jetzt musst du das entscheiden für dich ganz alleine. Wenn ich es mache, dann melde ich mich bei dir. Sehr gerne, sehr gerne. Melde dich per Mail, dann kommst du am besten durch. Alles Gute, Marie, und ich wünsche dir die richtige Entscheidung für dich. Danke. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Gleich geht's weiter mit Henning. Und Henning ist 71 Jahre alt. Hallo, Henning. Ja, grüß dich, Domian. Guten Morgen. Und was geht's bei dir? Ja, guten Morgen, ist besser. Du hast aber einen sehr modernen Namen für dein Alter. Nee, das war damals so modern. Ja, war das damals auch modern? Ja, das war so ein bisschen nordischer Name. Ah ja. 71. Ja. Ich freue mich, dass wir auch so viele ältere Zuschauer haben. Ja, ich sehe deine Sendung sehr oft und habe immer schon mal mit den Gedanken gespielt oder schwanger gegangen, dass ich mal bei dir anrufen sollte. Mhm. Ich habe eine Sache, mit der ich nicht so ganz ohne weiteres fertig werde. Ich habe eine Bitte vorab, bevor du erzählst. Mach bitte den Ton, stell den Ton ganz aus von dem Fernseher oder vom Radio. Okay. Ja. So, um was geht es denn genau? Ja, ich kriegte vor ungefähr halben, dreiviertel Jahr. Da wohnt die noch nicht hier oben im Norden, sondern wohnt unten im Süden, in der Gegend von München. Mhm. Ein Anruf und sind sie der und der und sind sie dann und dann in der und der Stadt gewesen? Sag ja, und dann haben sie Tennis gespielt, ja, und dann könnten sie mein Vater sein. Ich sag, Moment mal, das... das war ein kurioser Anruf. Ja, das war also ein bisschen eigenartig und ich sagte mir so, erstens weiß ich da nichts von. Ich habe eigentlich mit den Frauen, mit denen ich irgendwie zusammen gewesen bin, doch eigentlich immer eine sehr gute Erinnerung gehabt. Um welches Jahr ging es denn? Bitte? Um welches Jahr ging es? Ja, 1935 Jahre zurück. Ja. 1975? 75 dann. Ja, 75. Und ja, 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 ja. Mhm. Und 75? Nee, 65. Ja, ist ja geil. Also so also in 60, okay, ja. Ende 60. Ja, ja. Und dann habe ich also gesagt, das kann nicht sein und so weiter. Und 1971, ja. Schreibt gerade mein Mitarbeiter rein. Ja, ja. Haben ja, wir beide ja. Nicht gut schnell gerechnet. Ja. Okay. Und dann hat sie mir also Briefe geschrieben und hat mir Bilder geschickt und selbst mit den Bildern konnte ich nichts anfangen. Mhm. Und dann habe ich ihr auch wieder zurückgeschrieben und hat sie gesagt, Mensch, also komm doch mal her, wenn du Lust hast. Beziehungsweise kommen Sie doch mal her. Und dann bin ich also mal hingefahren und traf da eine sehr hübsches Mädchen, junge Dame, im Beruf stehend. Und wir haben uns also sehr nett unterhalten und
sind aber auseinandergegangen faktisch, dass dieses Problem nicht weiter auf den Tisch gekommen ist. Wie? Also diese Frau ruft dich an und sagt, es könnte sein, dass sie mein Vater sind. Ja, schön, dass ich meine, wir haben uns schon drüber unterhalten. Ich habe gesagt, also erstens kann ich mich nicht dran erinnern, auch an die Bilder nicht. Aber sie hatte mir so Sachen gegeben, ich wäre mal dort gewesen. Also sie muss doch von ihrer Mutter erzählt haben. Ja. Und alles, was sie erzählt hat, hat bei dir keine Erinnerung ausgelöst? Null. Wie ist sie denn überhaupt auf dich gekommen? Übers Internet. Und wer hat ihr deinen Namen genannt? Offensichtlich die Mutter. Lebt die Mutter noch? Offensichtlich. Die lebt noch? Ja. Aber dann hättest du doch gleich von der die Adresse geben können, die Telefonnummer, und hättest sie mal anrufen können. Hab ich. Sie hat mir, nein, wollte ich nicht. Mhm. Und dann kriegte ich eines Tages einen Brief von der Mutter. Mhm. Und da schilderte sie mir also einige Sachen, die auf mich zutrafen. Zum Beispiel, dass ich abends immer noch gerne eine Scheibe Käse esse und so. Mhm. Ganz persönliche Sachen. Aber bei mir fällt der Groschen nicht. Und der ist bis heute nicht gefallen. Ich meine, das ist ja interessant. Wenn die weiß, dass du gerne abends eine Scheibe Käse isst, ja. Das ist ja schon so eine Marotte wahrscheinlich. Ja. Das wissen ja nicht viele fremde Leute. Nee. Das heißt, du musst mit dieser Frau schon eine gewisse Intimität gehabt haben über einen gewissen Zeitraum. Ja. Und nicht nur eine Nacht mit der verbracht haben. Ja, das ist eben das Eigenartige. Sie hat mir gesagt, also wir wären eine Zeit lang zusammen gewesen. Ich kann mich auch an die Zeit nicht erinnern. Sie sagte mir, du hast Tennis gespielt, in Lage, es ist alles okay, das habe ich gemacht. Sie hat mir einige Sachen, an die ich mich auch nicht mehr erinnern kann, die standen mit in diesem Brief. Sie hat mir Bilder von ihrem damaligen Aussehen geschickt, auch von ihrem Onkel, an die ich mich auch nicht erinnern kann. Also ich kann mich wirklich an diesen Ausflug da, in den Sexualausflug, kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern. Ja, aber es war ja eben nicht nur ein Sexualausflug, offensichtlich ein Lebensausflug. Das müsste irgendwie eine Liebeszeit gewesen sein. Ja. Aber ich erinnere es nicht. Hast du denn sonst irgendwie Erinnerungslücken, wenn du in die Vergangenheit gehst? Nein. Also die Gegenwart, da vergisst man schon was mit 71. Ja. Aber das Langzeitgedächtnis ist eigentlich recht gut. Naja, es hätte ja sein können, deswegen frage ich, dass du vielleicht mal eine schwere Krankheit hattest oder einen Unfall. Ja, ich habe eine schwere Krankheit gehabt. Ich habe mal vor vier Jahren eine Herzoperation gehabt und mit einem Hirnschlag dabei und bin mal für 2,5 Stunden weggetreten gewesen, da haben sie mich wiedergeholt. Und wäre das vielleicht? Also alles so ein Mist dabei. Wäre das eine Erklärung, dass man da einfach... Nein. Gehirnzellen verloren nein, hat? Nein. Aber das ist doch fast schon gespenstisch. Ja, nein. Finde ich. Da ist eine junge Frau, die sagt, ich bin deine Tochter. Und da ist eine Frau, die sagt, ich war deine Geliebte und du weißt von nichts. Ja, ja. Die sagt dir sogar, dass du die Scheibe Käse kannst. Ja. Nu? Was machen wir nu? Ja, ist die Frage. Was soll ich machen? Ich kann natürlich, das ist mir ganz klar, ich kann also einen Vaterschaftstest machen. Könnte man machen, ja. Soll ich das noch mit 71 machen? Wenn dich interessiert, ob das wirklich deine Tochter ist, warum nicht? Ich meine, es ist doch toll, wenn plötzlich eine Tochter ist. Ich habe bisher noch mit keinem Menschen darüber gesprochen, außer meinem besten Freund. Aber das ist wie mit einem Sarg verpackt. bist du im Moment noch in einer Partnerschaft oder lebst du alleine? Nein, ich bin geschieden, aber ich habe eine Freundin. Du hast eine Freundin. Ja. Der hast du es auch nicht erzählt. Nein. Wie lange hast du die Freundin schon? Mit Unterbrechung 8 Jahre. Wäre das für dich schlimm, wenn ihr das erfahren würde? Es liegt so lange zurück. Im Augenblick, ja, im Grunde genommen, schlimm oder nicht schlimm, ich weiß es nicht. Bis im Augenblick ist es bei mir untergebracht. Ja, also, wenn mir irgendwie im hohen Alter plötzlich noch ein Kind angeflattert käme, im Alter von 35 Jahren, wäre ich aber verdammt scharf drauf zu wissen, ob das wirklich mein Kind ist. Ich würde es machen. Also das ist jetzt ganz persönlich, ich würde es machen. Und dann würde ich einfach versuchen, weiter zu ergründen, warum habe ich diese komplette Zeit verdrängt. Das ist ja hochgradig merkwürdig. Ja. Entweder hat es einen psychologischen Grund, oder es hat wirklich einen somatischen Grund, dass es vielleicht doch irgendwie mit der Krankheit zusammenhängt. Wer weiß es denn? Nein, ich habe diese ganze Episode, die da mal stattgefunden haben soll,
von der ist nichts nachgeblieben. Null. Mhm. Es ist absolut null nachgeblieben. Und ich habe also auch den... Lass mich kurz was fragen, ich vergesse. Kannst du dich denn an andere Lebensumstände in dieser Zeit, 1971, absolut, ja, erinnern, ja, was du beruflich gemacht hast, wo du gelohnt hast? Genau. Kannst du dich alles erinnern? Ja, das ist also 1969 bin ich nach England rübergegangen und habe dann damals meine Frau dort kennengelernt. Mhm. Und wenn ich also gewusst hätte, dass ich da irgendwie eine junge Frau habe und die ein Kind von mir erwartet, dann hätte ich das doch nicht gemacht. Oder, lass uns mal ganz... Das sind also Sachen, bist du wohlhabend? Nein. Ich war gerade auf einer ganz anderen Schiene. Ich dachte nicht, dass das irgendwie ein ganz ausgebufftes kriminelle Aktion ist. Nein, das Gefühl habe ich nicht. Das Gefühl habe ich nicht. Wünscht denn diese Tochter, dass hat die einen Wunsch nochmal geäußert, dass die das gerne wissen möchte, ob du der Vater bist? Ja, sie drückt sich nicht so ganz hundertprozentig danach aus, weil ich also das auch nicht mache. Ich habe also nicht unbedingt mit 71 noch den Wunsch, also eine zweite junge Tochter zu haben. Nicht unbedingt. Vielleicht ist sie zauberhaft hier, in die würde ich mich verlieben, oder? Aber ja. Was bremst dich denn, das machen zu lassen? Was wäre denn schlimm, wenn das raus... Ich glaube, meine Kinder bremsen mich da. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Und was wäre schlimm, wenn da plötzlich jetzt noch ein drittes dazu käme? Was wäre schlimm für die Kinder? Die sind ja auch schon erwachsene Leute wahrscheinlich. Ja, 33 und 31. Ja. Ich weiß es nicht. Die sind auch weit weg. Der eine ist Journalist und treibt sich immer, wer weiß, so in Ausland rum, in Uganda und fänden die vielleicht auch gar nicht schlecht, um plötzlich eine Halbschwester zu kriegen. Wer weiß es. Also ich kann dir nur ganz privat persönlich antworten. Ich wär so neugierig, dass ich würde es machen lassen. Aber ich meine, das ist deine Entscheidung. Und ich finde den ganzen Vorgang nur äußerst merkwürdig. Ja, ich auch. Das finde ich ganz merkwürdig. Da kann ich mir gar keinen Reim drauf machen, habe auch überhaupt keine Idee, was das sein könnte. Außer den gerade formulierten Ideen schon. Ja. Das weiß ich nicht. Ja. Henning, ich würde es rauskriegen. Aber wie gesagt, ist dein Ding und deine Geschichte, dein Leben. Ich sag dir mal wieder Bescheid, sollte ich mich entscheiden. Vielleicht, wenn du willst, sprich doch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin. Vielleicht hat die irgendwie noch eine Idee, wie diese Erinnerungslücke erklärbar ist. Ja? Ja? Dann legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich zurück. Okay. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht's mit Yvonne. Yvonne ist 30. Hallo Yvonne. Hallo. Hallo Domian. Ja, hallo Yvonne. Deswegen hast du angerufen? Es geht um die Familie. Also ich bin seit einem Jahr verheiratet, habe schon ein Kind, was schon etwas größer ist. Aus einer anderen Verbindung? Ja. Ja. Mhm. In meiner ersten Verbindung war ich meinem Ex-Mann hörig. Und meine Mutter, nicht nur meine Mutter, sondern meine Eltern mischen sich jetzt in meine jetzige Beziehung ein. Ständig sagen sie, du kommst wieder in genau das gleiche Muster rein, weil ich bin Hausfrau, ich arbeite nicht, mein Mann geht arbeiten und ich bin der Meinung, wenn wir Besuch bekommen, dann ist es meins als Hausfrau, die Gäste zu bewirten und dafür da zu sein. Ich mache es auch wahnsinnig gerne. Nur meine Mutter sagt immer, ja, das geht nicht, du räumst dem alles hinterher und mein Vater genau das Gleiche und ich sitze jetzt mächtig zwischen den Stühlen. Was bedeutet denn, du hast gesagt, du warst in deiner vorhergehenden Beziehung, warst du deinem Partner hörig. Was bedeutet das genau für dich? Ich habe alles gemacht, was er gesagt hat. Also wenn er zu mir gesagt hat, eine rote Decke ist knallgrün, dann war die für mich knallgrün. Mhm. Und ich wurde von ihm beeinflusst, negativ beeinflusst, auch meinen Eltern gegenüber, auch von seiner Mutter her und seinem Vater. Und wieso ist diese Beziehung gescheitert? Wieso ist sie gescheitert? Ich bin irgendwann aufgewacht und habe gesehen, dass ich selber noch ein Leben habe, habe plötzlich Freunde gefunden, bin rausgegangen. Was ja schon mal interessant ist, dass es von dir ausgegangen ist und dass du sensibilisiert bist worden für dich selbst quasi, für deine eigene Situation. Wie siehst du dich denn jetzt selbst? Bist du wieder in so einer Rolle oder findest du das eigentlich okay, so wie das läuft?
Also ich fühle mich in der jetzigen Beziehung sehr, sehr wohl. Sehr, sehr wohl. Sehr wohl. Also mein Mann, der unterstützt mich. Natürlich macht er es nicht gerade, wenn seine Freunde da sind. Ich sag mal so, wenn seine Freunde kommen, dann lässt er so ein bisschen den Pascha raushängen, so nach dem Motto, ja, meine Frau macht schon. Dazu muss ich sagen, Was ja ein bisschen albern ist, dass er das tut und auch nicht gerade sehr respektvoll dir gegenüber. Da muss ich ganz ehrlich sagen, mein Mann ist Moslem. Allerdings kommt das nur ab und zu vor, wenn Leute das erste Mal da sind. Wenn gute Freunde von ihm kommen, die wissen schon, dass wir uns super verstehen und dass ich das auch wahnsinnig gerne mache. Und wenn Freundinnen von mir kommen oder Bekannte von mir, dann wirbelt er rum, dann muss ich gar nichts machen. Ach, guck, das heißt, er hilft dir noch auftragen oder macht den Tee oder den Kaffee oder sowas. Also wenn Besuch für ihn kommt, dann stehe ich in der Küche und koche. Und gut, wenn Besuch für mich kommt, dann steht er da. Ist doch eine gute Aufteilung. Also kann man noch gar nichts gegen sagen. Wenn das halt so die Tradition ist, ist doch in Ordnung. Weißt, ja, nur das Problem ist, meine Mutter, die glaubt das irgendwie nicht, weil... Aber, Yvonne, du bist eine Frau von 30 Jahren. Und wenn du mir jetzt sagst, ich fühle mich sehr, sehr wohl in der Beziehung... Und du bist ja schlau geworden in der alten Beziehung, und du hast die Konsequenzen ja auch gezogen und bist rausgegangen. Das heißt, du kannst dich ja beobachten. Du merkst ja selbst an dir, wenn du in so ein Verhalten reinrutschen würdest. Und wenn du jetzt sagst, nein, das ist in dieser Beziehung nicht so, in dieser Beziehung ist es gut. Verdammt nochmal, das ist dein Leben und deine Ehe und deine Beziehung. Da hat die Mutter sich rauszuhalten. Ja, aber das Problem ist, ich habe immer Angst, dass ich meine Mutter verärgere und dass sie sich von mir abwendet, was ich zwar nicht glaube, dass es passiert. Aber weißt du, das ist, glaube ich, so diese Charaktereigenschaft. Ich habe immer von Leuten, die so zu unterwürfig sind, zu devot sind, die haben immer Angst, dass irgendetwas passiert, wenn sie sich entsprechend verhalten. Das glaube ich auch gar nicht, wie du es selbst gerade gesagt hast. Wenn du, vielleicht musst du einfach auch deiner Mutter mal eine Grenze aufzeigen. So wie du es dann damals deinem Ex-Mann auch gezeigt hast. Und da war die Grenze, nämlich, dass du gegangen bist. Dass auch die ich habe ihn rausgeschmissen. Noch besser. Das kann ich mit meiner Mutter nicht machen. Nein, so schlimm ist es ja auch nicht mit der Mutter. Nein, so krass soll es ja auch nicht vorgehen. Aber dass einfach die Mutter auch irgendwie einen Respekt empfindet, dass sie einfach akzeptiert, was du sagst. Wenn du sagst, jetzt geht es mir gut, dass sie dich einfach damit in Ruhe lassen soll. So kann man ihr das ja auch beibringen, nach dem Motto, ich glaube ja, Mama, dass du es für mich, dass du es gut meinst und dass du auf meiner Seite bist. Aber lass mich mal in Ruhe jetzt. Es ist für mich besser, wenn du mich in Ruhe lässt. Ja, aber da fangst du immer wieder an. Ja, aber dann kommst du wieder dahin und dann gerätst du wieder in so eine Beziehung und du lässt dich wieder unterbuttern. Dann kannst du doch sagen, ich habe doch die Stärke gehabt, damals meinen Ex rauszuschmeißen. Das ist für jemanden, der eigentlich sehr, sehr, ich sag mal, nochmal devot und sehr unterwürfig ist, ist das eine Riesenleistung. Das passiert dir nicht nochmal. Ja, nur ich weiß nicht, wie soll ich mich verhalten? Weißt du, wenn ich zu meinen Eltern fahre zum Besuch, mein Mann, der fährt da nicht gerne mit. Weil wir leben nun in einer Großstadt, hier geht man raus und hier ist was los. Und ich komme vom Land. Und im Winter mag er dort sowieso nicht hin, weil es ist kalt und meine Eltern sind Nichtraucher. Und er muss dann vor die Tür, was auch eigentlich akzeptiert wird. Aber da fangen sie auch immer wieder an. Der Freund von meiner Schwester fährt mit hin. Und mir fällt es manchmal schwer, wenn ich dann hören muss, der Freund von deiner Schwester macht dieses und der verstehe. Macht dieses. Übliche, und der macht dieses. Übliche und dein Geschichten. Mann, der macht gar nichts. Ich verstehe. Übliche Geschichten in der Familie so dann loszulegen. Ich würde ganz einfach sagen, passt mal auf, das ist jetzt im Moment so, wie es ist und ich möchte darüber nicht weiter reden. Ich möchte mit euch einen guten Kontakt haben und wir machen das, was irgend möglich ist, auch zusammen. Aber wenn das Thema aufkommt, dann mach einfach zu und sag es radikal, damit sie es auch kapieren. Nur so geht es.
Ja, ich hab ja auch schon zu ihm gesagt, wisst ihr was, ich komme ja gerne zu euch. Wenn mein Mann nicht mitkommen will, das ist seine Sache. So, genau so. Natürlich wäre es schöner, wenn er mitkäme, aber wenn das alles jetzt nun mal so ist, wie es ist, dann ist es halt so. Schluss aus. Dann würde ich mir das nicht mies machen lassen. Da musst du mal ein bisschen auf den Tisch hauen, auch bei deinen Eltern. Die werden dich schon nicht verlassen und werden dir nicht. Da musst du dann auch mal. Denn sonst redet man ja immer mehr noch alles kaputt, was vielleicht noch gar nicht kaputt ist. Sie machen es dir ja mies. Und das ja, aber ich glaube auch nicht, dass es absichtlich macht. Nein, sie machen sich absichtlich, aber du musst eben mal sagen, ganz klar zum Ausdruck bringen, so nicht, mit mir so nicht. Yvonne, das musst du machen. Alles Gute wünsche ich dir. Gut, okay. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Susanne, 38. Hallo Susanne. Guten Abend. Ja, guten Abend. Oder besser guten Morgen. Oder jetzt ist nur noch wenig Zeit. Ja, es geht schon noch. Susanne, um was geht's denn? Es geht um eine unglückliche Liebe zu einem jüngeren Mann. Wie jung ist denn der Mann? Der ist 28. Geht ja noch. Ja. Ja. Hast du eine Freisprechanlage? Nein. Nee, weil das klingt irgendwie so seltsam. Naja, egal. Also, der junge Mann ist 28. Du bist mit ihm zusammen. Nein, leider nicht. Seit 3 Jahren bin ich verliebt in ihn und er lehnt halt eine Beziehung ab, weil ich verheiratet bin und er meinen Mann auch gut kennt. Aha. Also er weiß, dass du in ihn verliebt bist? Ja. Es wurde schon mehrfach darüber gesprochen? Ja. Er würde mit dir zusammen sein, wenn du nicht verheiratet wärst? Das weiß ich nicht. Er hat gesagt, wenn wir uns unter anderen Umständen kennengelernt hätten oder wenn ich dann das Familienmitglied so kennen würde, dann eventuell. Aber ich weiß nicht, ob das nur eine Ausrede ist oder... Hat er eine Freundin? Nein. Nee. Schon seit 8 Jahren nicht. Weißt du, was ich wirklich... ich kriege einen Hinweis... Du mögst den Ton ausmachen, aber du hast den Ton. Ton ja, das weiß ich. Nee, das ist ein anderes Echo. Das ist, ja. Müssen wir mitleben jetzt ein paar Minuten. Mhm. Ich würde ganz spontan jetzt sagen, mich ganz spontan, Susanne, nachdem du es nur kurz geschildert hast, vergiss es. Ja, wenn du drei, einfacher gesagt als getan. Ist mir klar. Also, wenn du 3 Jahre da sitzt und letztendlich baggerst oder hoffst, ja. Dann ist der nicht in dich verliebt. Wenn der in dich verliebt wäre, wäre dem das egal. In welcher Konstellation du lebst. Ja, wahrscheinlich. Dann wäre denen das komplett egal. Und das ist vielleicht jetzt auch irgendwie nur so eine Ausrede von ihm, dass, wie er es da formuliert hat, wie du es gerade gesagt hast. Ja gut, mittlerweile ist ja ein freundschaftlicher Kontakt da. Mhm. Und ich muss einfach zugeben, ich fühle mich einfach sehr zu ihm hingezogen. Obwohl das jetzt nicht irgendwie rein sexueller Natur ist oder so. Das möchte ich also wirklich nicht sagen. Aber das ist frustrierend, wenn man 3 Jahre sich hingezogen fühlt und das auf so einer freundschaftlichen Ebene hat und man weiß, da kippt nichts rum bei. Ja. Ist das frustrierend? Ist es auch dem, es macht einen auch ein bisschen klein? Ja, natürlich, ganz klein. Mhm. Ich bin auch ein bisschen krank geworden, ja, was heißt ein bisschen, ziemlich sehr krank geworden. Ich muss mittlerweile auch Tabletten nehmen, Antidepressiva und habe ein Jahr Therapie hinter mir. Sind aber schon alles Warnsignale. Ich habe schon sehr viel mitgemacht, auch körperliche Dinge erlebt, die ich vorher nicht kannte, also wirklich ganz, ganz schlimme psychosomatische Beschwerden. Nur mit den Gedanken raus aus diesem Thema. Ja, ich weiß, das ist nicht einfach, ist mir völlig klar. Aber da muss man was für tun. Das ist eine Frage der Selbstdisziplin. Ich würde auch den freundschaftlichen Kontakt runterfahren, weil das kann man nicht. Wenn man irgendwie verliebt in jemanden ist, kann man nicht so auf Freundschaft machen. Das reißt immer wieder die Wunden auf. Und mir die Gedanken verbieten an ihn, mir schöne Sachen verbieten, auszumalen, was mit ihm sein könnte. 3 Jahre ist zu viel. Wenn 3 Jahre nichts passiert, das passiert auch nichts mehr. Ja, wahrscheinlich. Glaube ich. Für dich wäre es gut, wenn du auf Distanz, wenn es dir gelänge, auf Distanz zu kommen. Wir haben ja schon zwischendurch ein Dreivierteljahr uns gar nicht gesehen, aber da ging es mir eigentlich auch nicht gut. Ja, weil du die Hoffnung nicht aufgegeben hast. Ja, genau das. Deshalb, ist das. Ja. Ja. Du musst die Hoffnung aufgeben. Ja. Zusammen. Wahrscheinlich. Alles Gute. Ich danke. Alles Liebe. Tschüss. Ja, tschüss. So, Freunde. Das war's von uns für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Uli Kapp, bei Katrin Pausen, meiner Redakteurin, die heute Geburtstag hat, der ich auch von dieser Stelle aus recht herzlich gratuliere und dir alles Gute und alles Liebe wünsche, Katrin Pausen. So, dann weiter. Vielen Dank an Gero Kuntermann, an Annette Bastian, Tim Stienauer, Vivian Merchak, Pamela Koppay, Anja Baumann. Und unsere Themen nächste Woche lauten: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema schlechter Sex.
Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema Meine schlimmste Nacht. Jetzt wünsche ich euch ein schönes und gutes Wochenende und freue mich auf die Nacht von Montag auf Dienstag. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.